Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Zurück zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten den Keller ein bisschen ausbauen. Aber jetzt steht da jemand im Weg. Nee, der spricht mich gar nicht an. Okay, wir brauchen Holzbalken. Und für Holzbalken benötigen wir eine Technologie. Sekunde, ich muss eben leiser machen. Die Musik böllert nämlich. So, da. Da. Holz. Das ist die hier, aber dafür brauchen wir 200 von dem roten. Oh boy. Hatten wir nicht mal 100 von denen? Weiß ich gar nicht mehr. Also auf jeden Fall wäre es jetzt besser, wenn wir, keine Ahnung, bisschen die, ich meine, man kriegt durch Holzwellen eh. Warte mal kurz. Könnte ich nicht auch einfach Items nehmen? Stimmt, wir haben ja die Bibliothek, wir haben ja diesen Kirchentisch. Wir könnten theoretisch, ja okay, wir holen erstmal weiter Holz. Das bringt grün. Aber was bringt rot? Was brachte nochmal rot? Ich glaube Eisen verarbeiten. Was bringt das? Okay, das würde rot bringen, wenn ich die Nägel studieren würde. Aber dafür brauche ich Glauben. Und dafür muss ich bis zum Sonntag warten, leider. Warum ist das denn jetzt am Schippen? Warte. Oh lol, man kann mit Rechtsklick auch auswählen. Das ist so viel besser, Leute. Okay, also wir sollten Eisenbeschläge machen. Dann machen wir mal einen Haufen davon. Einfache Beschlagung machen wir einen. Das hat nicht so gut geklappt, aber dafür haben wir den Ofen. 14 Stück. 14 Eisenbahnen, das wird clean. Wir haben eh mies viele Beschläge, also von daher sollte das ausgehen. Keine Sorge. Ich glaube, ich fäll erstmal alle. Weil das ist. Okay, der kann erstmal bleiben. Also dieser halbe Shit. Der muss halt offensichtlich weg. Schade, das funktioniert nicht. Dann kann ich einen mitnehmen. Oh mein Gott. Ich wollte auch mehr Kirchenbänke bauen. Und damit kann ich das. Dreckiger, vermaledeiter Esel.
Warum bringt er mir genau jetzt was vorbei, wenn ich es nicht brauche? Dreckiger Esel. So, jetzt bringen wir noch zwei Stück ran. Aber davor beerdigen wir die Person. So, hat sie irgendwas Unvorhergesehenes im Körper? Nee, alles wie normal. Ach, dafür brauche ich auch Balken. Die Leiche fallen lassen. Nicht droppen. Ich hätte sie nicht droppen sollen. So, wo pflanzen wir die nächste hin? Abstätte? Hier, oder? Ja. Sieht zwar scheiße aus. Warum sieht das eigentlich scheiße aus? Habt ihr das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon mal gesehen, dass ein Grab offen stand. Mit seiner Umrahmung, Dix. Und ich finde, muss ehrlich sagen, sieht gar nicht so scheiße aus. Verstehe nicht, was man da hat. Dass man da sagt, so, yo, das muss unbedingt anders. Verstehe ich offen gesagt nicht. Aber ja, gut, das sind halt. Es ist ja offen, also die meinen ja auch, das hier wäre ein anderes Land, also von daher, ich denke mal, andere Länder, andere Sitten. Von daher, scheißegal. Hey, wie viel gehen da denn bitte drauf? Das würde mich jetzt mal interessieren. Haben wir das jemals voll gemacht? Nee, oder? So, meine Lieben. Oh mein Gott, diese Menge. Diese Menge an Bohnenstämmen. Sehr beeindruckend. So, wir sind immer sonntags. Das heißt, es dauert jetzt noch. Diese friedliche Musik. Irgendwann fuckt es einen ab. Ich merk's. Okay, jetzt geht nichts mehr. Sad. Dann wollen wir mal sleepen gehen.
Und danach machen wir genügend Bretter. Und damit die Holzbänke herzustellen. Die wir offensichtlich brauchen in der Kirche. Weil weniger Holzschränke. Holzbänke sind. Also man hat es hier jetzt letztes Mal auch gesehen. Wir haben viele Leute, die Holzbänke haben wollen. Also die auch gestanden haben bei der letzten Messe. Also sie haben nicht gesagt, sie wollen Holzbänke, aber es wirkte ein wenig so. Lass mich mit den Leichen in Ruhe. Real Talk. Das ist der Moment, an dem ich schlafen gehen muss. Die Leiche wird im Keller gut aufgehoben sein. Super, jetzt rained es auch noch. Sind immer 2 Punkte. Das ist tatsächlich sogar gar nicht wenig. Wenn es immer 2 Points sind. So. Jetzt kümmern wir uns um die Leiche. Gucken, ob da was Ungewöhnliches drin ist. Wenn da nichts Ungewöhnliches drin ist, dann schleppen wir die auch direkt in. 91%, das ist noch absolut clean Geschichte. Ich glaube, das Monster geht wieder ins Dorf. Das gefällt mir offen gesagt nicht. Ruckelt das denn jetzt schon wieder? Das Spiel hat manchmal echt ein paar Performance-Probleme. Das muss man nahtlos eingestehen. Da und da. Wir müssen bald auch mal wieder neue Grabsteine und so ein Shit herstellen. Wir können wir die irgendwie drehen? Da können wir nicht. Aber was kommt da unten dran? Nein, das passt nicht. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall 11. Was wollte ich noch machen? Genau, noch mehr Holz holen.
Ach, der stimmt, der Priester will ja auch Filet von uns haben, ne? Weil der ja nicht mehr diesen Bauernfraß fressen will. Das habe ich ganz vergessen, dass da ja noch was war. Aber vom Dings her, vom Grundlegenden, sieht es auch erstmal ganz gut aus. Wir könnten mal so ein Blumenbeet entzaubern. Können wir ein anderes Mal machen. Schade, dass das nicht geht. Wir sind schon irgendwo ein Packesel, ne? Bam. Nein. Ja. So, woran können wir den Shit jetzt herstellen? Wir müssen aber auch noch. Das machen wir später. Wir könnten theoretisch auch Steinkreise herstellen. Ne, wir können nur Grabsteine herstellen. Ernüchternd, muss ich offen sagen. Ernüchternd. Servus Chrysag. Komplexe Eisenstücke. Ach, 8, ne? Oder 9, nicht sogar. Dann machen wir direkt 10. Also wenn das mit der Geschwindigkeit so weitergeht, kriegen wir das heute nicht mehr hin, oder? Ne, hat genau nicht gereicht. Habe ich mir aber auch schon vorstellen können, dass das nicht so einfach ist. Stehen wir mal ein bisschen früher auf, ne? Geht es, wenn man so genau ein bisschen früher aufsteht, als man eigentlich Bock hat? Genau das versuche ich bei ihm hier zu erreichen. Vielleicht erwische ich ihn dann irgendwann an seinem. Wie dreht man dich? Oh mein Gott. Ich habe gerade den Hof vergrößert.
Aber dafür muss ich jetzt noch mehr Shit bauen. Was braucht der? Eieieiei. Ich habe gerade den Hof vergrößert. Was hat es mich gekostet? Mein Leben. Alles hat es mich gekostet. Willst du mich verarschen? Also, dass man nicht weiß, wie man die Sachen drehen kann. Es wäre schön, wenn man da so einen Text, so eine Erinnerung, da so eine Textgeschichte hätte, dass die einen darauf hinweist, so, yo, mit der Taste geht das. Aber egal, dann müssen wir halt so arbeiten. Auch wenn es nicht geil ist, müssen wir jetzt nochmal vier weitere gleich davon herstellen. Und es passt wieder genau nicht, ne? Ach, leck mich. Wieder sleepen, gar keinen Bock mehr. So eine Kacke, der ganze Shit. Habe ich genau einen zu wenig, ne? Oha, ich habe sogar drei zu wenig. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Haben wir noch irgendwo... Ist hier noch irgendwo Eisen? Naja, gibt's nicht. Ach nee. Leck mich am Zuckerstück. Ist das scheiße. Ja, dafür haben wir hier einen komisch aussehenden Stein, der hier mitten im Weg steht, den ich jetzt töten werde. Einen Barren. Barre schneller, Bro. Ja, in der Zeit gibt es keine Ausrede mehr. Da müssen wir halt hier ein bisschen klotzen, nicht kleckern. Machen wir 5 Rahmen. Für die Gräber muss ja auch gesorgt sein. Ich glaube, ich habe gar keinen Platz da drin in meinem Inventar, ne? Oha. Was habe ich bitte in meinem Inventar? Das ist schon wohl. So, dann können wir jetzt... Nein, ich muss noch 2 von den Brettern herstellen. Leck mich am Sack. Na komm. Bau, bau. Und Kreissäge. Wo macht das am meisten Sinn? Da natürlich. Hat er eigentlich Sicherheitsklamotten? Wusstet ihr, dass der Bruder von Elvis tatsächlich in einem Kreis
Sägenunfall tatsächlich gestorben ist. Wuscht. Wuscht nicht viele. Jetzt weißt du, wisst ihr es auch. Das gehört zu diesen Random Facts, die du einmal lernst und dann nie wieder aus deinem Kopf bekommst. Weil das absolut schrecklich ist. Jetzt haben wir auch Keitel. Und hier machen wir uns jetzt nochmal zwei komplexe Geschichten hiervon. Falls du das brauchst. Jetzt gucken wir mal uns mal an, was gebraucht wird, damit wir hier in den Keller kommen. Leck mich. Ich hab genau das Falsche gemacht. Mann, ich kann nicht mehr. Alles schlimm. Ich hasse dich, Bausum. Oh mein Gott, es sind schon 26 Minuten um. Leck mich, du dreckiger Bausimulator. Holy fuck. Ich mach noch einen davon. Und ich bin erledigt. Natürlich. Wie auch sonst. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.